Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, willkommen zu meinem zweiten Teil des Videos. Im ersten Teil hatte ich die Schalterdosen eingegipst. Jetzt schließe ich das Ganze an. Hier war eine bestehende Steckdose und da kommen jetzt drei neue ran. Im ersten Schritt werde ich jetzt erst einmal ein Kabel von hier nach da verlegen. So, jetzt habe ich die Verbindung von hier nach da gegeben. Jetzt schließe ich das hier an der Steckdose an. Das ist ganz einfach. Ich habe vorher natürlich die Spannung freigeschaltet und auch die Spannungsfreiheit festgestellt. Und diese Steckdosen sind zum Schrauben, andere sind zum Stecken. Und ja, hier sind schon Kabel dran. Das wird jetzt hier Farbe auf Farbe geklemmt. Ich sehe gerade, der Schutzleiter guckt ein bisschen weit raus. Das mache ich dann auch nochmal neu. So, die erste Steckdose sitzt, ist angeschlossen. Ich mache das Ganze im Schnelldurchgang. Ich muss euch nicht bei jeder Steckdose zeigen, wie man es anschließt. Das zeige ich euch gleich bei der Dreierkombination. Aufmerksame Beobachter werden feststellen, hier war vorher eine Einfachsteckdose. Nun ist das hier ja eine doppelte Steckdose. Das kann man im Baumarkt so kaufen, auch im Fachhandel, dass man eben halt ja aus einer Steckdose in einer Schalterdose eine Doppelsteckdose machen kann. So, als erstes isoliere ich jetzt hier die Leitungen ab. Ich habe mir das hier eingestellt auf 1,5 Quadrat, damit ich das Kupfer nicht zerstöre. Ich isoliere die so lange ab, dass die auch möglichst dann in der Steckdose unter der Klemme verschwinden. Wenn sie ein ganz klein wenig rausgucken, ist das nicht schlimm, aber zu weit sollten sie eben auch nicht herausschauen. Ach ja, und nochmal ganz nebenbei erwähnt, was auch wichtig ist, ihr könnt nicht einfach Steckdosen beliebig erweitern. Bei mir hier ist das in Ordnung. Bei mir ist hier ein Laptop dran, ein Monitor, ein Router und ein Telefon. Deshalb brauche ich ein paar mehr Steckdosen. Aber das sind alles Verbraucher, die keine großen Ströme ziehen, keine große Leistung haben. Wenn ich jetzt hier eine Mikrowelle, einen Wasserkocher und einen Toaster dran haben wollte und die alle gleichzeitig laufen lassen wollte, dann dürfte ich das natürlich so nicht betreiben. Das müsste ich dann extra absichern, aber so kann ich das hier auf diesen Stromkreis laufen lassen. Jetzt kommt die Steckdose zum Einsatz und zwar klemme ich jetzt hier Farbe auf Farbe. Ich entscheide mich immer, dass ich links die Phase mache, in der Mitte den Schutzleiter und dann auf der rechten Seite das blaue Kabel, den Neutralleiter. Und das klemmt man dann hier einfach so drunter. Bei einigen Modellen, bei diesem Modell ist es leider so, dass man hinterher noch schrauben muss und das festziehen muss. Naja, mal einen Arbeitsschritt mehr. So, ich muss die Schrauben hier noch ein bisschen lösen. Nein, muss ich nicht. So, die Klemmen sind runter. Dann kommt der Schraubendreher zum Einsatz und ich schraube das fest. Und weiter geht's mit dem nächsten Kabel bzw. Aderpaar. So, ich habe nun alles angeklemmt. Ganz wichtig, damit ihr das sauber hinterher jetzt auch eingeführt bekommt, die Adern sollten nicht zu lang sein, zumindest nicht da, wo ihr Doppelverbindung habt. Bei einer einzelnen Dose ist es nicht ganz so schlimm. Dann sollten die auf jeden Fall immer alle auf einer Länge sein, damit ihr die auch hier vernünftig anklemmen könnt, weil ansonsten bekommt ihr da Probleme. Und dann ist es ganz wichtig, wenn ihr die angeklemmt habt, dass ihr auch nochmal schaut, dass die hier richtig drin sitzen, dass ihr auch nochmal dran zieht, dass die fest sind. Ich habe das hier bei allen anderen Verbindungen schon gemacht. Da sind die fest. Und jetzt kann es beigehen, dass man die festschraubt. Dieses Modell hat hier solche Krallen. Und genau da schraubt man sie dann fest. Bitte aufpassen, dass die Adern nicht an die Krallen kommen, weil ansonsten können die zerstört werden und dann kann es zu einem Kurzschluss kommen. Achtet bitte auch darauf, dass ihr da ordnungsgemäß arbeitet. Denkt dran, ihr könnt da persönlich mit haften. Lasst das Ganze hinterher von einem Fachmann, einem Elektroinstallateur abnehmen. Wenn ihr sowas selber macht, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ansonsten, wenn Schäden entstehen an einem Gebäude oder an einer Elektroanlage, dann haftet ihr dafür und das entscheidet dann die Versicherung, was passiert. Und das ist dann vielleicht nicht gerade zu euren Gunsten. Das kann man dann immer pauschal so nicht sagen. Ja, das Ganze gerade anhalten und dann festschrauben hier. Hier an den Krallen, meine Hand ist gerade davor, aber hier an diesen Krallen schraubt man es dann jetzt fest.
So, die erste Dose sitzt. Kommen wir nun zur zweiten Dose. Ich habe mir eben jetzt auch nochmal hier einen Strich mit der Wasserwaage langgezogen. Man kann das, denke ich, mal sehen in der kleinen Drehpause. Dann kann ich mich nämlich danach orientieren, dass die Dosen auch halbwegs gerade werden. Das ist mir nämlich ganz wichtig, auch wenn das hier unterm Tisch ist bei mir, in der letzten Ecke, wo es keiner sieht hinterher, aber halbwegs gerade sollte es dann doch sein. Und manchmal ist es ja auch an Stellen, wo man es dann schon ja eher sieht. So, zweite ist auch drin. So, und zum Schluss kommt dann die dritte Dose. Das ist die einfachste, weil hier nur noch ja ein Kabel dran ist. Auch immer dran denken, hier die Krallen ein bisschen zu öffnen, wenn ihr die Dosen einführt, weil sonst passen die nicht rein. Na, komm schon, tatsächlich so. Und rein mit ihr. So, fertig ist alles. Schön hier an der Linie ausgerichtet. Und jetzt kommt noch die Abdeckung drauf, beziehungsweise auch der Dreifachrahmen. Einmal brauche ich diese Dinger und dann natürlich mein Rahmen. So, und fertig ist das Ganze. Ja, so geht das, so funktioniert das. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sag bis dann, euer Mac Peverick.